Ich glaube, Wacker ist eine gute Landesligamannschaft mit bestimmten Ambitionen nach oben, heimstark. Und wir wussten von Anfang an, dass sie die Zweikämpfe annehmen wollen. Auch viele Ex-Konkorden hier, die ungefähr wissen, wie wir spielen. Und wir wussten halt von Anfang an, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber am Ende 3-1 gewonnen. War aber ein schweres Stück Arbeit. Also, wir haben eine Vorgabe von unserem Trainer, dass wir vorne raufgehen, dass wir die zustellen, dass wir die nicht spielen lassen, weil das ist Cordys Stärke, von hinten heraus spielen. Wollten halt lange Bälle, dass die lange Bälle schlagen, und weil wir schon ein paar größere haben in der Mannschaft, und um die zweiten Bälle dann zu gewinnen, beziehungsweise Kopfbälle zu gewinnen und dann dran zu sein. Es war eigentlich ganz in Ordnung, was wir gemacht haben. Ärgerlich, dass wir durch zwei Ecken an die Gegentore nochmal bekommen. Das erste Ding ist auch relativ glücklich reingegangen da, mehr eine Flanke und dann geht er aufs Tor. Ja, gut. Wir haben auch ein paar hundertprozentige gehabt, nicht reingemacht, und dann wird das bestraft halt. Wir wollten hier zwei, drei Plätze besser machen, vergleichen letzte Saison. Das, was wir schon hier auch gut gestartet, eine Pokalspiele und hier eine Liga, das ist, dass wir hart gearbeitet in der Vorbereitung, und ja, wir haben schon hier auch bessere Qualität hier statt letzte Saison. Ich denke von der Mannschaft auch, dass wir unter den ersten drei sind dieses Jahr, weil wir haben eine gute, konstante Mannschaft, nicht nur die erste Elf, sondern auch die bis zur 18-Mann-Kader. Also haben wir echt eine starke Truppe. Und mein persönliches Ziel, wie gesagt, auch die ersten drei, unter den ersten drei möchte ich gerne in dieser Saison mitspielen.